Ja, hallo Freunde und willkommen. In den folgenden Video will ich euch zeigen, wie ihr euch einen eigenen Installer basteln könnt. Ja, also einen individuellen Installer mit eure Lieblingsprogramme. Ja, die könnt ihr dann da reinpacken sozusagen und dann mit ein, zwei Klicks alle automatisch installieren. Das geht wirklich sehr einfach und schnell, ja. Und zwar gibt es hier ein Tool, eine ja, Applikation, die nennt sich Nainite. Die ist also die offizielle Webseite hier, das ist nainite.com, ja, oder ninite.com, wie man das aussprechen mag. Genau, das ist hier, wie gesagt, die offizielle Webseite. Das Tool ist kostenlos. Es gibt auch eine Pro-Version. Ja, hier, die kostet ein paar Euro. Die kann ja irgendwie ein bisschen mehr. Für uns reicht jetzt aber jetzt hier die kostenfreie Version. Und zwar ist das ein Tool. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr nützlich, finde ich. Ja, als ich da darauf gestoßen bin, war ich sehr begeistert. Und ich bin es immer noch. Ja, wer Windows zum Beispiel öfter installiert, irgendwie, der weiß, dass die Installationsroutine danach, ja, nachdem Windows installiert ist, dann die ganzen Programme hier einzeln zu installieren, suchen im Internet nach Webseiten, nach neuesten Versionen und so weiter. Das dauert meistens ja länger wie die Windows-Installation selbst. Das spart also auch jede Menge Zeit hier. Und zwar gibt es hier, ja, wie gesagt, jede Menge Programme hier. Die sind schon nach Kategorien hier sortiert. Ja, wir können jetzt einfach mal. Genau, hier, das ist jetzt, das sind jetzt die, ja, was das Programm hier alles kann. Ja, start working as soon as you run it. Genau, also das startet die Installation sofort. Wir brauchen keine irgendwie Optionen mehr, also wir brauchen nicht mehr irgendwie auf weiterklicken oder irgendwas auswählen, ja. Also die Programme, die werden nacheinander installiert, direkt. Diese ganze Haken, ja, wo also die Toolbars und die ganze Zusatzsoftware, die keiner braucht, normalerweise, das wird automatisch ja, der Haken wird da automatisch rausgenommen, dass es nicht mit installiert wird. Also wird nur wirklich die Software selbst installiert. Dann erkennt das System automatisch, welche Version er braucht, von welchem Programm, 64 Bit oder 32 Bit. Also da müssen wir uns auch nicht mehr drum kümmern. Dann genau, die Sprache wird automatisch ausgewählt, ja. Man kann zwar auch eine eigene auswählen, ansonsten wird die Sprache, die ja Windows, die PC-Sprache sozusagen übernommen. Das läuft alles im Hintergrund, ja. Wir können dann in der Zeit was anderes machen oder Kaffee trinken. Das wird immer also die letzte Version, die letzte Stable-Version installiert, ja, automatisch. Skip Up-to-Date-Apps. Also wenn das Programm auf dem Rechner schon installiert ist und up-to-date, dann wird auch automatisch übersprungen, ja. Die Reboot-Requests werden übersprungen, ja. Die vom Installer, also das macht er auch automatisch. Die Proxy-Einstellungen vom Internet Explorer werden automatisch übernommen. Download, die ganze Anwendungen, die werden immer von der offiziellen Webseite heruntergeladen, ja. Die Signatur wird verifiziert, ja. Und Firewalls, okay, das funktioniert besser und schneller, wenn wir unsere Firewall dann eben ausschalten, ja, für die Zeit. Und ja, das spart wie gesagt eine wirklich Menge Zeit. Genau, wir können ja mal ganz kurz hier ein Beispiel machen. Und zwar, ich nehme jetzt mir mal hier Chrome meinetwegen und Skype und was nehmen wir noch? IMP meinetwegen, VLC vielleicht
Und wir lassen jetzt bei der Programme hier, damit das nicht so lange dauert. Ja, also das ist wirklich ein super Tool hier. Okay, die hier Updates automatisch. Okay. Genau, nachdem wir jetzt unsere Programme hier ausgewählt haben, ja, einfach einen Haken über alles setzen, alles was wir brauchen. Genau, wir lassen das jetzt einfach so. Dann müssen wir einfach nur noch hier klicken. Get your Nine Night. Zack, einen Klick und schon wird jetzt unser Installer generiert. Das ist jetzt hier schon fertig und ja, auf unserem Rechner hier gespeichert. Genau, ich schließe das jetzt einfach mal die Seite jetzt. Hier und genau, das ist jetzt unser Installer hier, ja. Hier sind noch mal die Programme, okay. Und wenn wir jetzt starten mit Doppelklick, jetzt habe ich irgendwie mehrfach geklickt oder irgendwas gemacht. Okay, das ist jetzt hier. Genau, ach so, das ist schon gestartet, ja. Wir müssen auch nicht mehr bestätigen irgendwas. Ich schließe mal den Explorer hier. Doch, müssen wir einmal. Okay, das ist jetzt normal. Genau, und jetzt läuft schon die Installation. Jetzt wird alles heruntergeladen, die neueste Version. Hier Show Details haben wir noch mal eine Übersicht, was gerade passiert. Ja, jetzt werden diese ganzen Programme von der offiziellen Webseite, die letzte Stable-Version, heruntergeladen. Wir müssen nichts mehr jetzt irgendwas auf weiterklicken oder bestätigen, ja. Also die Anwendungen hier, die werden natürlich mit den Default Settings installiert, ja. Also auch die Location, die müssen wir nicht mehr auswählen oder so. Das wird an den, ja, Standard Location direkt installiert und die Daten dort abgelegt, ja. Wir sehen hier, das läuft jetzt hier alles. Google Chrome zum Beispiel ist schon durch. Chrome, okay, jetzt wird AIMP installiert zum Beispiel. Ja, und in der Zeit können wir natürlich was anderes machen. Das können wir minimieren, läuft im Hintergrund, wunderbar. AIMP ist auch da. Oder eben Kaffee trinken. Ja, das spart wirklich jede Menge Zeit und ist wirklich sehr, sehr nützlich, finde ich. Vielleicht ein kleiner Nachteil, wenn man das so sehen möchte, ist, dass wir natürlich eine Internetverbindung brauchen. Ja, also der Rechner, der muss Internetverbindung haben, sonst funktioniert das nicht. Das ist klar, aber die viele Vorteile, die das mit sich bringt, ich denke, das ist, ja, das gleicht das aus sozusagen. Genau, jetzt haben wir hier Chrome, AIMP, VLC und Skype. Okay, alles ist installiert. Ja, wir können das jetzt einfach schließen und schon haben wir jetzt hier unsere Programme, ja, mit einem Klick installiert. Ja, also wie gesagt, ich finde das wirklich ganz toll und ich, ja, ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich, ja. Ja, danke fürs Zuschauen und hier ist nochmal die Seite, ja. Und ja, bis zum nächsten Mal.